Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück auf Ravenport. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area. So, machen wir heute weiter, wo wir, naja, fast aufgehört haben. Ich habe den ja hier zu Ende arbeiten lassen. Den räume ich mal weg hier, weil der ist fertig. Hat nicht ganz so sauber gearbeitet und mir ist da noch was aufgefallen. Das habe ich beobachtet bei Cosplay. Die Funktion hier, ne, am Startpunkt enden, die haben die rausgenommen. Die haben die bewusst rausgenommen. Ich weiß nicht warum. Ich fand die Funktion super nützlich. Und jetzt musst du deine Fahrzeuge auf den großen Feldern einsammeln, von Hand zurückfahren. Ich meine, ist jetzt kein großes Drama, aber ich fand es trotzdem toll, dass es die Funktion gab. Naja. Mal gucken, ob sie die wieder reinsetzen. Ja. Und es ist passiert. Ich habe in einer der letzten Folgen mal so ein bisschen gehustet und der Gamer auch so, ja, in den Kommentaren. Dieses Jahr ist schlimm, hält sich auch bei ihm hartnäckig die Erkältung. Ja. Hab mir auch gedacht, hält sich hartnäckig, werd heute Morgen wach und bam. Bis in die Stirn reingezogen. Hält sich nicht hartnäckig die Erkältung. Ich hab's noch mal so richtig wieder gekriegt. Ach, es ist dieses Jahr echt ein Kreuz. Aber egal, wir werden das überleben. Die Legende der Männergrippe ist ja medizinisch bewiesen worden. Ich habe bisher Glück gehabt. Ich bin kein Männergrippe-Patient. So, den kann ich noch nicht aktivieren. Hier geht's jetzt rund. Wir müssen den auf Feldarbeit stellen. Ich möchte. Ach, erstmal müssen wir den Kurs reinladen, ne? Feld 4. 3 mal 13,5 Meter. So. Du bist bitte der erste links. Danke. Haben wir denn hier? Fruchtumfahrung ist deaktiviert. Hier war das. Fahrzeugverband ist aktiviert. Das sollte doch so dann eigentlich klappen. Fahrer einstellen. Das ist der. Du musst Feld 4 abtanken. Wunderschön. Kombiniert. Drescher erkennen. Bitte auch auf Feld 4. So. Nagelinger Wegpunkt. Fahrer einstellen. Sehr schön. Der nächste. Feld 04. Dreschen. Warum ist denn der Kurs schon drin? Ich hab den doch noch gar nicht. Ja gut, wenn er jetzt schon drin ist, ist er schon drin. Du bist bitte hinten, also der mittlere. Erster Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Drescher Verband ist jawohl aktiv. Fahrer einstellen. So, dann, wenn wir schon mal dabei sind, können wir den auch gleich hier auf Kurs bringen. Kein Kurs geladen, das ist super. Kurs laden, das ist Feld 24, Schwaden mit 14,8 Meter. Feldarbeit, erster Wegpunkt. Und los. Du machst das schon. So, der nächste. Kein Kurs geladen. Wir brauchen hier Feld 4. Dreimal. Ach, ich weiß, warum der andere Drescher den Kurs schon drin hatte. Der hatte den noch drin. Das war der Drescher, den ich hier unten habe stehen lassen. Deshalb. Seht ihr? So, hinten. Nein. Du bist der rechts. So, auf der rechten Seite, Fahrzeugverband ist aktiviert. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Und los. Was haben wir noch? Dich brauche ich erstmal nicht. Bei dem müsste ich jetzt mal gucken. Der soll der zweite Abfahrer werden. Kombiniert. Der wird mir jetzt aber garantiert, wenn ich den jetzt schon aktiviere, nicht sagen, dass er im Verkehr feststeckt, sondern
Der wird mir sagen, da steht doch gar keiner. Den schiebe ich jetzt erstmal weg. Vollkommen krass. Wette ich drauf. Wette ich drauf. Abfahrer einstellen. Warum, jetzt zickt der MAN wieder rum? Warum verschwindet hier beim MAN jetzt wieder Cosplay? Ja, und jetzt schiebt er den aufs Fell. Hier ist Cosplay da. Hier ist Cosplay da. Beim MAN nicht. Beim MAN ist Cosplay. Den Bug hatten wir schon mal, ne? Ihr erinnert euch. Ja, du machst hier dein Ding. So. Hier. Das ist. Nee, das funktioniert alles nicht. Da zickt er jetzt echt rum. Ich bin froh, dass er es nicht schafft, den Xerion aufs Feld zu schieben. Weil dann steht der Xerion gleich voll im Weg. Und wird umgedroschen. Finde ich nicht gut. So, zwei Abfahrer. Statt einer Stunde sind es jetzt noch ungefähr 43 Minuten, bis das Feld da fertig abgeerntet ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass der MAN störungsfrei läuft. Denn sonst wird das alles ganz schön anstrengend. Ich habe nämlich nicht groß Lust, hier jetzt nochmal neu zu starten. Für eine neue Aufnahme. Machst du jetzt? Ach, du gehst ins Vorgewende jetzt schon. Naja, gut. Dann mach das mal. Ja, ausgerechnet bei dem MAN. Zickt der jetzt rum, was Cosplay angeht. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wenn man jetzt was hätte, was man mit dem noch in der Zwischenzeit machen könnte, aber da ist nichts. Das Feld hier oben ist fertig. So, du bist hier. Ich kann auch machen, was ich will, ne? Selbst wenn ich jetzt hier mal ins Menü gehe und wieder zurück. Nein. Kommst hier nirgends dran. Ach. Guck mal, jetzt habe ich nur auf gut Glück habe ich jetzt hier mal so reingedrückt. Ja. In das Feld, wo Cosplay eigentlich ist. Und dann hat er das gefunden. Und dann kam es wieder. Interessant. Ich lass dich jetzt erstmal noch hier so parken. Ich mach dich erst an, wenn der Xerion losgefahren ist. Du musst da nicht die ganze Zeit mit Vollgas gegen meinen schönen Löcher drücken. Abfahrer. Der steht gut. Ja, es ist jetzt wieder ein bisschen müßig, ne? Weil 55% schon. Moment. Moment. Was ist der letzte hinterste? Wo ist der erste? Hier ist der erste. 71%. Jetzt schon? Das geht ziemlich schnell. Naja gut, die sind auch schon eine ganze Ecke gefahren. Davon mal ab. Das heißt, der Xeon müsste jetzt gleich losfahren. Dann kann ich den MAN aktivieren. Ah, der Xeon ist auf dem Weg. Wunderschön. MAN. Jetzt kann ich den MAN. Und schon wieder verschwindet Cosplay. Wenn ich jetzt mit der linken Maustaste hier unten hinklicke, wo Cosplay eigentlich angesiedelt ist. Ne? Was war das? Was habe ich jetzt gemacht? Nichts. Kommt nicht wieder. Aber der MAN fährt los. Warum fährt der MAN los? Hier unten rechts in der Ecke, das hat, ist auch wieder nicht da. Also, manchmal. Warum fährt der MAN los? Das interessiert mich jetzt. Wo will der hin? Vielleicht auch zu einem Drescher? Das ging ja dann schnell. Der Xeon ist da oben bei dem vordersten Drescher und tankt den ab. Gut. Und wo will jetzt der MAN hin? Wenn der jetzt hier einfach so Schuss und Laune hier durch die Prärie schießt, gleich irgendwo vor und rein fährt, dann
Nee, der hat einen Plan. Ach, der will den zweiten. Aha. Das ist gut. Ja, wenn das jetzt noch funktioniert, wie es soll, bin ich da zufrieden. Das sieht gut aus. Okay. Ja, also, ne? Finde ich schon mal gut. Wenigstens das klappt. Auch wenn ich da nicht mit zufrieden bin, dass da hier mit Cosplay und so, dass das nicht das tut, was es soll. Nicht angezeigt wird. Hat er wieder gekleckert hier? Nö. Heute kleckerfrei. Okay. Bringen wir den zum nächsten Feld oder zur nächsten Wiese. Der kann da ja dann weiterarbeiten. Ich hatte mir überlegt, um das hier zu vereinfachen, dass ich einen Häcksler kaufe mit Mähwerk vorne dran und dem Häcksler dann einfach noch einen Anhänger verpasse, dass er dann beim Grasmähen das Gras gleich hinten in den Anhänger und wenn der Anhänger voll ist, losfährt, um dann in der Silagestation zu entladen. Ich habe das dann mal angetestet auf meiner Testmap und was soll ich sagen? Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Er bleibt vor dem Abladetrigger einfach stehen und sagt: Nein, das ist zu einfach für dich, Shorty. Du musst weiterarbeiten mit Schwader und Ladewagen. Elle-Badge. Dann habe ich mir gedacht, du kannst ja einen Abfahrer nebenher fahren lassen, während er da mäht. Und was soll ich da sagen? Ja. Wenn die Felder so geschaffen sind, dass da drumherum alles so eng bebaut ist mit Bäumen und, bleiben die Abfahrer auch hängen. Also muss ich nochmal drüber nachdenken, was da läuft, wie man das verbessern und vereinfachen kann. Es gibt ja auch Big M Mod. Den kann man, den Big M kann man dann auf Schwarz stellen und der kann dann einen Ladewagen gleich hinterherziehen, aber das mit dem Abfahren muss ich mir dann noch mal angucken, der dann das Schneidwerk einfährt, zum Verkaufsträger fährt und ablädt und wieder zurückfährt. Ich weiß es nicht. Ich glaube nein. Also da müssen wir erstmal noch auf konventionelle Art und Weise gucken mit dem Gras, dass wir da Schwaden mit dem Ladewagen sammeln. Auch wenn es ein bisschen Zeit dauert. Aber das sind so Sachen, dank Cosplay lassen wir die dann einfach nebenher laufen. Und die funktionieren ja dann halt vollautomatisch. So. Das sieht gut aus mit den zwei Abfahrern. Ne? Ne? Die teilen sich die Arbeit, dass es nicht zu großen Standzeiten kommt. Ich will halt nur hoffen, dass die sich zum einen jetzt nicht in eine Quere kommen unterwegs. Dann bin ich nämlich bei dem immer ein bisschen machtlos, wenn ich nicht eingreifen kann, weil das hier absolut nicht funktioniert heute. Weil der Cosplay da mit dem MAN verbuggt ist. Warum hast du nur den kleinen unten und nicht alle? Verrätst du mir das auch? Er hat hier ein Problem mit dem Absenken vom Schwader. Er hat nur die inneren hinten unten. Die vorderen will er nicht. Aber das ist nur bei dem Feld hier. Muss ich das verstehen? Wo hat er denn da jetzt das Problem, den Schwader runterzulassen? Es kann doch nicht sein, dass er nur die hinteren absenkt.
vorderen oben lässt. Das ist komisch. Moment. Das kann ich halt so nicht akzeptieren, ne? Wo hat er denn angefangen mit der Kleckerei? Wo wäre denn er? Hier wäre er aufs Vorgewende gegangen. Okay. Mach den hier mal nochmal an. Jetzt deckt er den Schwader ganz ab. So. Jetzt hebt er den an. Jetzt senkt er den wieder ab. Okay, jetzt hat er eine Gans unten. Aber warum vorhin nicht? Ist wieder nicht nachvollziehbar für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, dass man da immer mal wieder vorbeischaut. Guckt's euch an. Also das stimmt nicht mit dem Schwader hier. Da müsste man sich fragen, warum er das gemacht hat. Das war beim letzten Mal nämlich auch genau derselbe Fehler. Vielleicht muss ich den Kurs ändern. Nochmal halt irgendwie neuen Kurs und so generieren lassen. Eine kleine Veränderung vielleicht, dass man einen Impuls hat und den Fehler nicht mehr macht. Jetzt macht das schön sauber. Das ist gut. Dann ist er auch gleich fertig. Das sieht doch viel besser aus. Gucken wir mal hier. Da kommt es jetzt gleich zum Stau. Ja. Warum? Ach so, die setzen da wieder ein, weil die so schräg reinstechen. Ja, ich verstehe. Ich verstehe schon. Und der kommt erst jetzt wieder, weil das Feld so schräg ist, kommt der erst jetzt wieder zum Kontakt mit den Sojabohnen. Mhm. Na gut. Wisst ihr, es gibt noch einen Mod, auf das ich warte, dass es fertig wird. Das ist noch in der Beta-Version. Das heißt AI Vehicle Extension. Das habe ich im LS17 bereits benutzt, unheimlich gerne benutzt, für die ganzen Erntefahrzeuge. Und zwar ist das Mod einfach eine Erweiterung des normalen Giant-Helfers. Und das sorgt halt dafür, dass das Erntefahrzeug, wenn man das da benutzt, das Feld scannt, wie groß das ist. Und dann kann man einstellen, entweder dass er die linke Seite als die aktive Seite nimmt, oder die rechte Seite als die aktive Seite. Das heißt, nehme ich jetzt die linke Seite als die aktive Seite, stelle den Drescher hier hin, in diese Fahrtrichtung, scannt er mir hier an der aktiven linken Seite den Feldrand ab und fängt an zu arbeiten. Und wenn er drumrum ist, scannt er wieder, der scannt dann permanent ab und sagt, da ist jetzt keine Frucht mehr. Ich fahre da lang, wo noch Frucht ist. Und dann macht er da so in der Spirale, arbeitet er das Feld ab, und zwar sehr, sehr, sehr gründlich, bis er in der Mitte angekommen ist und alles weggeerntet ist. Das war für mich persönlich, auch wenn es teilweise ein bisschen länger gedauert hat, war das eine effizientere Methode für mich, mit diesem Mod die Erntemaschinen fahren zu lassen und dann halt nur die Abfahrer mit Cosplay. Da gab es definitiv viel, viel weniger Schwierigkeiten. Ich habe das Mod halt schon gesehen, ich habe es auch schon mal getestet, es befindet sich in der Beta-Version noch, und aber da sind so Dinger noch, es ist noch nicht brauchbar gewesen, sagen wir mal so, es ist noch nicht brauchbar gewesen, es machte bei verschiedenen Optionen noch Schwierigkeiten.
von daher ich warte lieber noch, bis die Entwicklung fertig ist. AI Vehicle Extension. Das war ein tolles Ding. Das funktionierte dann später auch zum Grasmähen. Das funktionierte später auch beim Düngen und beim Pflügen und beim Ernten. Alles war schon eine feine Sache. So, hier geht's jetzt weiter. Jetzt hat das einigermaßen sauber hingekriegt. Das ist gut. Wir bringen den Schwader jetzt weg. Und dann holen wir uns den Ladewagen ran. Und der kann dann mal tun. Schon mal hier Gras sammeln für die Station. Durchdrehende Reifen, 92, 40, ja. Dann wird er jetzt gerade wieder abgetankt. Warum dann da durchdrehende Reifen steht, keine Ahnung. Der steht ja still und lädt über. Hat halt keine durchdrehenden Reifen. Aber ja, die Jungs von Cosplay machen das schon. Die machen das schon. So, den Schwader lasse ich jetzt hier stehen. Nehmen wir jetzt den Ladewagen. So. Jetzt müssen wir gucken. Ich muss mal den Kurs sowieso hier rausschmeißen. Also, das ist das Feld 24 wieder. 23 zu, 24 auch. Erstmal den Schwadenkurs, dann den Abfahrerkurs kombinieren. So, wir gehen hier auf Feldarbeit, dann erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Er sammelt mir jetzt das Gras, bringt das ins Silage. Zentrum oder in die Silagestation. Und das ist gut. Hier wird geerntet. Ja, die Abfahrer werden dann alles in den Bunker bringen, in das Hofsilo. Und dann müssen wir ja noch verkaufen. Da beide Abfahrer jetzt hier sind, also der MAN und der Xeon als Abfahrer, kann der MAN jetzt noch nicht losfahren. Soja verkaufen. Und dann erst, wenn wir hier fertig sind. Das macht aber nichts. Der kann Soja verkaufen, während wir ansehen. Right? Right. Aber ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Das zieht sich jetzt sowieso noch ein bisschen hin hier mit der Ernte. Und auch mit dem Gras sammeln zieht sich das jetzt noch. Was machst du? Ach so, du willst da weitermachen. In Ordnung. Das mit dem Gras sammeln wird jetzt sich auch noch ein bisschen ziehen. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal offscreen fertig. Und nächstes Mal schauen wir dann, während wir das Feld 4 neu ansehen, fahren wir mit dem MAN los, unsere Sojabohnen an den Meistbietenden zu verkaufen. Und dann gucken wir, was wir auf dem Konto haben. Und entscheiden, was wir mit dem ganzen Geld Schönes machen können. Ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Die Zickereien mit Cosplay und MAN. Cosplay ist eine Zicke. Das wird auch erstmal noch eine ganze Weile so bleiben. Komm mal mit klar. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder hier auf Ravenport. Ich war wie immer der Shorty von der Test Area. Bin für heute raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.